Also, der Tiger ist gar keiner von den beiden, oder was? Nein. Alter, was? Mein Leben war eine Lüge. Siegfried und Roy sind zwei Menschen. Tino, was ist denn heute schon wieder für ein schöner Tag? Ist das etwa Sonntag? Es ist der schönste Tag der Woche. Für mich ist nämlich der Brennpunkttag ist das. Da wird es immer brandheiß. Ja, es ist vor allem sehr meta, weil heute ist natürlich nicht Sonntag, wenn wir das aufnehmen, sondern Samstag. Quatsch, wir sind gerade live. Also für alle, die gerade den Podcast hören, wir sind jetzt gerade live. Ja. Auf Spotify, auf Soundcloud Discord und YouTube. Live ist live, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Brennpunkt Internet. Unsere Namen sind Adolf und Stalin. Fast. Ach so, okay. Was war's? Ich glaube, das waren Nosterafu und Tinko. Tinko waren's, Tinko, genau. Tinko. Kann Rancher. Unsere Namen sind völlig unwichtig. Richtig. Was wichtig ist, ist, was die letzte Woche passiert ist. Und genau das bekommt ihr von uns zu hören, eingeordnet und schön auf ein schönen Tablett serviert, zusammen mit geschmacklosen Aussagen, für die Tino zuständig ist. Ich bin heute ein ganz, ganz lieber überhaupt. Ich werde einfach jetzt mal richtig professionell sein. Ich werde jetzt einfach in meine Radiostimme wechseln, damit ihr so tun könnt, als wären wir noch im Radio. Dann wechsle ich zur ganz nervigen Stimme. Das klingt doch ausgezeichnet, Tino. Was ist denn diese Woche Schönes passiert? Ja, wo fangen wir denn eigentlich an? Ich weiß es nicht. Es ist viel passiert. Ich sag dir, wo wir anfangen. Ich sag's dir genau. Diese Woche wurde der Gewinner im Monopoly, wie heißt es? World Championship ausgelotet. Bestimmt. Es war die Weltmeisterschaft in Monopoly. Weißt du, wer gewonnen hat? Friedrich Merz. Nee, ich. Ach so. Ich habe gestern Monopoly das dritte Mal in meinem Leben gespielt und richtig die Leute abgezogen. Das schmeckt. Wie jetzt? Also online? Genau, ich habe gestreamt, Spezialstream am Freitag, ganz was Besonderes. Die Quarantäne-Boys haben sich zu sechs zusammengefunden und wir haben über den Tabletop-Simulator Monopoly gespielt. Wie zu sechs? Also einer und dann noch fünf weitere. Also nein. Also ja, ich hätte mal Monopoly so mit diesem komischen Online, nee, wie heißt das, dieses EC-Kartensystem, wo du mit so einer Karte bezahlen kannst. Das fand ich furchtbar praktisch. Okay, da nicht, nee, mehr ich glaube, da wurdest du gescammt. Was ist das denn? Nee, also nicht echt. Es war schon nur eine Spielkarte, aber es war halt irgendwie so ein, dass du nicht mehr auszählen musst, das Geld, und die Scheine auslegen musst. Ja, also das war der größte Spaß. Also dieser Simulator, du machst da halt alles mit der Maus, ne? Und also der ist schon dafür da, dass man da jedes Brettspiel quasi spielen kann, aber es ist nicht hundertprozentig darauf ausgelegt, das jeweilige Brettspiel dann da zu spielen. Das heißt, es ist fast immer eine ziemliche Fummelei. Und das ist ein bisschen Cancer, aber war trotzdem witzig. Und jetzt bist du was? Weltmeister? Ich bin jetzt Weltmeister, ja. Und bis wer wir nächstes Jahr nochmal machen. Ach so. Naja, wir haben alle gespielt und der Gewinner ist Weltmeister. Also es war kein großes Turnier, das war jetzt nur so ihr. Was soll denn das jetzt heißen, Tino? Es gab jetzt keinen großen Preis und keine Medienberichterstattung oder sowas. Na doch, die Medienberichterstattung findet ja gerade statt. Ach so, live hier, vor Ort. Ja. Dein Glückwunsch, Robin. Ich gratuliere dir zu diesem Erfolg in diesem kapitalistischen Simulationsbrettspiel. Danke schön. Es war auch wirklich so, wie man das kennt. Keiner hatte dann am Ende so richtig Spaß. Nicht mal ich. Ja. So wie im echten Kapitalismus. Ist halt ein Simulator, ne? Darf man nicht vergessen. Ja. Tino, wer auch irgendwie nicht so viel Spaß hatte, war Excel.
Denn wir haben diese Woche endlich mal wieder ein paar Larifari-YouTube-News. Geil, oder? Beziehungsweise YouTube stimmt nicht ganz. Excel, der streamt mittlerweile auf irgendeiner anderen Plattform. Ich weiß es gar nicht, ob es irgendwie BlockTV... Nee, wie heißt es? Fuck, Alter. BlockTV, ich bin so ein Boomer, Alter. Wie heißt das jetzt? Dieses Verpönte ist das. YouNow. YouNow. Ich glaube, da streamt er ja. Also ist Excel jetzt auch gesperrt von Twitch? Genau. Ah. Und ich glaube auch, der hat keinen YouTube-Kanal mehr. Ich kann das mal überprüfen. Auf jeden Fall hat er gestreamt. Und ja, seine Freundin war irgendwie etwas ungehalten. Ja, wurde mir auch zugetragen. Ich sehe gerade hier in einem Twitch, einem WhatsApp-Chat von einer Person, dessen Namen ich mal nicht nennen möchte, dass wohl Excel von seiner Freundin mit einem Messer bedroht wurde. Live im Stream. Richtig, richtig. Pass auf, Herr Newstime hat keine News dazu rausgehauen, ne? Aber weißt du, bei wem ich als allererstes davon erfahren habe? Unser neuer YouTube-News-Doktor und Berichterstattungsquelle für den Brennpunkt. Weißt du, wer? Friedrich Merz. Nein. MCM. Oh ja. MCM hat ein virales Video für seine Verhältnisse. Er hat ein Video mit 6000 Aufrufen, seine Reaktion auf den Vorfall. Und meine Meinung, also pass auf, wir satteln das Pferd mal von hinten auf. Er wird ja bedroht, da vorne, da gibt's noch so bla Gelaber, ey, was willst du, und mach hier nicht so einen Krach, sie bumst da irgendwie an die Türen ran und so. Lass mich. Und dann kommt sie halt rein und es sieht so ein bisschen aus wie ein glorifiziertes Buttermesser. Also das ist jetzt nicht hier so eine Machete oder sowas oder so ein typisches, ganz spitzes, großes. Es ist schon eher so ein kleines. Ich glaube, es ist spitz, aber es sieht schon eher aus wie ein Buttermesser. Und ich glaube, ganz ehrlich, die ganze Sache war für die Kamera so ein bisschen... Also es war nicht gestaged, ziemlich sicher. Also ich glaube nicht, dass das geacted war von Excel, aber also es ist natürlich nach wie vor nicht geil, ja. Ich bin mir nur ziemlich sicher, dass die da jetzt niemals irgendwie zugestochen hätte. Das war wirklich nur, sie weiß, dass er gerade streamt und will gerade irgendwie so ein bisschen Drama machen und macht halt diesen Move. Tatsächlich, der MCM, 6300 Aufrufe auf YouTube. Ja. Es wird knapp, Robin, der Abstand zwischen euch beiden. Ist richtig. Vor allem macht er sehr aktiv Videos und ich gerade nicht. Aber ich habe halt auch nicht so Bock, auf die Leute zuzugehen, statt solange hier Lockdown ist. Und ja. Hast du mal die Kurve gesehen? Jetzt machen wir schon wieder Sprünge von Thema zu Thema, aber egal. Hast du mal die Kurve gesehen, was gerade in Irland abgeht? Haben die jetzt sehr viele Fälle? Ja, also da ich kann den Graf dir mal posten. Da muss den Graf erst mal suchen. Von Unheilig? Nee, den Bela. Ach so, auch schön. Naja, also die Virusmutation ist gerade gut unterwegs in Irland und macht einen richtig steilen Anstieg. Da hat sich wohl der Virus besonders verirrt in Irland. Ah Gott. Ja, hat er. Nee, ich weiß nur, dass in Neuseeland die Fälle gerade ganz ausbleiben, dass Neuseeland gerade Corona-frei ist zum zweiten Mal. Ja. Und trotz, obwohl sie dieselben Maßnahmen fast ergreifen wie wir, also auch mit Lockdown, dass die Schulen geschlossen sind und so weiter, trotzdem klappt es bei denen bei uns nicht. Ja, wir hatten die Diskussion ja in der Oase, also es ist ja, die haben auf jeden Fall einen kleinen Vorteil als Insel, aber die haben auch hart durchgegriffen, also. Jo. Die lassen auch immer noch keinen rein, also die Grenzen bleiben geschlossen. Und jetzt dürfen sie sich freuen, dass es keine Beschränkungen mehr gibt. Alle dürfen wieder sich umarmen und küssen. Ich schick dir mal das Bild hier gerade eben. Ja. Auf Discord. Überhaupt, jetzt sind wir schon bei Corona. Können wir nochmal drüber reden? Der arme Excel wurde von seiner psychopathischen Freundin mit einem Messer bedroht. Hallo? Ganz YouTube Deutschland ist in Aufruhr. Ich weiß gar nicht. Excel ist der irgendwie auch selber so ein bisschen geistig. Dick? Oh. Ach so, er ist geistig. Nein, also ich muss auch mal sagen, Excel hat echt irgendwie eine sehr angenehme Stimme für mich. Also nicht angenehm, sondern also in irgendeiner Form markant. Der sollte echt mal irgendwie was machen, was irgendwie geil ist. Wie zum Beispiel Synchronsprecher bei South Park werden oder so. Ich glaube, da würde der richtig gut reinpassen. Hast du ihn nicht mal getroffen sogar auf irgendeiner Gamescom? Ja. Ja, als Pseudo-Herr Newstime, genau, das war der Excel.
Ja, schlimm. Also ich finde es schlimm für ihn so. Und wie geht's da jetzt weiter? Haben die sich jetzt getrennt? Keine Ahnung. Kommt sie ins Gefängnis? Nicht. Ja, wie gesagt, es ist Bullshit, glaube ich. Ich guck mal hier, scheinbar hat er noch Twitter. Mal gucken, was er hier schreibt. Wir machen hier Live-Recherche, Leute. Es ist der absolute Wahnsinn. Ah, okay, der ist gar nicht auf Dings. Der ist auf Trovo. Das ist dieses Neue, so halbwegs. Noch ein neues. Ich weiß gar nicht mehr genau. Trovo war, war das? Ah, das war von irgendeiner größeren Firma, glaube ich. Tencent. Aha, siehste. Alter, Trovo ist sogar von Tencent. Die Wichser. Ja, also unterstützt es nicht. Vergesst, was ich gesagt habe. Fuck Tencent, Alter. Was ist Tencent und was macht die? Ja, dieses riesige Konglomerat, die unter chinesischer Herrschaft sind. Also, ich glaube, das habe ich auch schon mal im Brennpunkt erzählt. Es ist natürlich auch irgendwie nicht geil, wenn irgend so ein Amazon oder so ein Monopol hat, aber Tencent macht quasi nichts ohne Approval der chinesischen Regierung. Und das ist in China einfach ein kleines bisschen anders und deswegen ist es da auch noch mal ein bisschen, ach, da kann ich direkt überleiten, das ist nämlich echt eine gute Sache. Die ganze Slave Labor, die in Xinjiang passiert, durch unter anderem Uiguren, die hat jetzt das erste Mal sogar ein bisschen Folgen. Wow! Denn die Vereinigten Staaten haben gesagt, sie werden jetzt Import von zum Beispiel Baumwolle unterlassen, ja, wegen dieser Sklavenarbeit, die da passiert. Hammer! Guck mal. Ich dachte bei Folgen an Verfolgen. Es hat jetzt Verfolgen. Was? Nee, ja, verfolgt sind die schon seit Jahren. Und jetzt werden die weniger verfolgt. Warte, ich lese hier gerade schon wieder. Oh Gott, Alter, wir springen durch die Themen. Aber wenn ich einmal auf Twitter bin, ne, dann machen sich hier 500 Sachen auf. Wir haben in Weimar gerade eine Inzidenz von 225. Das ist viel. Das ist auf jeden Fall über dem bundesweiten Durchschnitt. Geht aber haben Karten. Wir hier gerade diese Beschränkung, dass wir nicht weg dürfen, 15 Kilometer von Weimar? Na, ich denke ab 200. Na, aber nicht verpflichtend. Also ich dachte, dass Ramlo gesagt hat, es dürfen die Gemeinden und Kommunen selbst bestimmen. Okay. Keine Ahnung. Also ich traue es Herrn Kleine zu, aber ich weiß es nicht genau. Ich guck mal nach Weimar. Okay, also... Gut, sind wir mit Excel durch, weil der hat irgendwie nur noch geschrieben, vor 20 Stunden bald in U-Haft 95. Verstehe ich nicht ganz, weil ist er jetzt irgendwie der Böse, oder? Verstehe ich nicht. Egal. Sie hat sich vielleicht nur gewehrt vor ihm. Kann ja auch sein. Dass sie das Opfer ist und nicht er. Ja. Er kann sie einfach im nächsten Stream aussperren, auf dem Balkon. Ja, und dann ihre Leiche reinziehen und Klicks machen auf Trovo und dann Tencent noch ein bisschen pushen. Das wäre doch geil. Das hast du jetzt gesagt. Ich meine, wenn es draußen warm ist, dass sie sich draußen erholen kann von ihm. Sag mal ganz kurze Zwischenfrage, Tino. Kann es sein, dass ein Kopfhörerkabel oder so an deinem Mikrofonständer rumreibt? Eigentlich nicht, nein. Okay, weil ich höre da so ein jetzt gerade nicht weiß, mehr. Weiß nicht, okay. Mal gucken. Na gut. Einfach nicht so viel am Mikrofon rumlecken oder so, was du da machst. Ach schade, dann macht's gar keinen Spaß. Okay. Was auch keinen Spaß macht, ist sich auf ein Gesicht setzen. Ich dachte, wir bleiben noch kurz. Das kommt drauf an. Das kommt drauf an. Ja, aber pass auf. So wie es passiert ist, hat es gar keinem Spaß gemacht. Ich wollte einfach bei diesen Larifari-Kack-News noch ein bisschen bleiben, wenn wir endlich mal wieder sowas haben. Können wir uns doch drüber lustig machen. Erst wollte ich es gar nicht mit reinnehmen, aber dann hat uns unser gemeinsamer Alex, du kennst ihn, ich nenne ihn eigentlich immer nur Aaron, aber ist okay. Hallo Alex. Der Hi. Hat mich darauf hingewiesen, dass das dann doch noch ein paar mehr Folgen hatte. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie die heißen und es ist mir auch scheißegal. So, also irgend so ein Danny und irgend so eine andere Streamerin, die haben zusammen ein Event gemacht in Rust, glaube ich. Also zusammen gestreamt, also nicht explizit zusammen, sondern es war so ein Event, wo irgendwie viele dran beteiligt waren. Und dann haben die sich da getroffen und er hat halt sein Meme gesagt, ey, willst du dich auf mein Gesicht setzen? So.
Das ist irgendwie so sein Ding. Keine Ahnung. Cooles Ding. Und sie war dann halt gleich so, was ist das denn? So ein Scheiß, was willst du denn? Das Erste, was von dir kommt, ist Woman und willst du dich auf mein Gesicht setzen? Und das wurde dann bla, das ist alles völlig egal. Es ist, ja, das ist natürlich nicht cool und so, haha, bla, bla, halt dein Maul. Muss man nicht alles tausendmal auseinandernehmen. Aber keine Ahnung, das wurde dann irgendwie ganz groß gemacht. Dann hat Hand of Blood da sich irgendwie so eingemischt, weil er das mittlerweile alles nicht mehr geil findet, wenn so Frauen und so. Hand of Blood findet Frauen einfach nicht geil. Kann ich verstehen. Man ihm nicht verdenken. Ich meine, das sind halt auch ganz komische Lebewesen. Nein, auf jeden Fall wurde dann irgendwie so Streit geschlichtet, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern letztendlich wurde dann Hand of Blood von Sith-Twitter barricaded, also von ganz vielen Trollen quasi, die sich da ein Späßchen draus gemacht haben, diese Threads zu belagern. Und irgendwie im Zuge dessen scheint wohl jetzt eine Liste an Adressen rumgegangen zu sein und viele Leute, also viele deutschlandweite Influencer haben irgendwie Sachen zugeschickt bekommen. Es ist irgendwie, das läuft so ein bisschen im Hintergrund. Es ist jetzt noch nicht so groß. Also es gibt ein paar Tweets von Hand of Blood dazu. Aber ja. Also random irgendwelche nicht. Influencer bekommen Post derzeit. Ja, also ich warte, also pass auf. Hey, liebe Kollegen, aktuell werden mehrere Influencer von meiner Nummer angerufen. Die Person, die dort am Telefon ist, bedroht euch. Bitte geht nicht ran. Gerne retweet, damit viele Influencer es sehen. An infolieferando.de wenden mit der Information, von welchem Restaurant die Bestellung geliefert wurde, an welche Adresse. Dann hat Lieferando die Möglichkeit, entsprechende Nutzerkonto zu blockieren. Außerdem solltet ihr euch an die Polizei wenden, bla bla bla, Kundendienst von Lieferando. Also irgendwie scheinen die mit seiner Nummer Schindluder getrieben zu haben. Hm. Die haben quasi das gleiche gemacht wie dieser Danny mit der Frau da, ja. Und ja, seitdem gab es jetzt keine Updates. Also seit 3 Tagen auch keine Tweets von Hand of Blood. Ich glaube, der ist tot. Schade. Er hat vielleicht jetzt auch die Hände voller Blut und liegt irgendwo rum. Ich kenne ihn gar nicht. Ist der cool? Der ist eigentlich ganz cool, ja. Okay. Ich habe ja schon ein bisschen mit dem Magic gespielt und so. Also, ja, er hat halt dieses das geht jetzt zu weit. Ich sag's für Herr Rodes. Also, er hat so ein bisschen dieses Berlin-Twin-Ding. So ein ganz kleines bisschen. Aber ist schon ein guter Mann. Haben wir das Weimar-Twin-Ding? Ich hoffe, ja. Okay. Das ist auf jeden Fall ein bisschen besser als das Berlin-Twin-Ding. Okay. Okay. Gut, also, dann drücken wir mal die Daumen, dass er nicht tot ist und dass das alles super geil sich auflöst und irgendwelche Leute dafür belangt werden, weil das ist schon, das habe ich ja auch neulich mitgekriegt, als ich in dieses, oh, ich vergesse es immer wieder, es gibt ja neben Drachenlord noch einige solche Leute, die solche Hate-Wellen bekommen und da gab es einen, ich vergesse immer wieder seinen Namen, ist egal, es tut mir leid, der ist irgendwie vor 2 Jahren gestorben. Da fängt schon an, auch da fängt schon an. Ja. Der war genau wie der Drachenlord selber auch nicht so ein geiler Mensch so, aber dass da so eine riesen Hatewelle drauf reinprasselt, das ist einfach nur dumm und ich finde es immer wieder dumm, dass die Leute so intensiv ihre Zeit da rein investieren. Bitte Leute, habt doch irgendwie mal Zeit für schöne Sachen, das macht euch nicht glücklich. Du kannst mir nicht erzählen, dass die Leute, die irgendwie beim Drachenlord Scheiße hinschicken oder so, dass die ihr Leben damit aufwerten. Dass sie wirklich damit eine bessere Laune kriegen. Das kannst du mir nicht erzählen, Alter. Das muss dich runterziehen. Selbst wenn du irgendwie das magst zu trollen und so. Das kann dich nicht wirklich tiefenglücklich machen. Ich hab's schon oft gesagt, also die Menschen, die sowas machen, die sind noch armseliger als der Drachenlord selber oder als ihre Opfer. Naja, müssen wir jetzt nicht dieses Thema wieder groß aufmachen. Was andere groß aufmachen, sind ihre Vaginen. Das geht leider nicht auf Twitch, Tino. Was dafür geht, beziehungsweise ging, ist im Bikini baden. Also Bikini ist erlaubt, solange man badet. Das hat eine Streamerin ausgenutzt, Taylor
Ich keine Ahnung, ich spreche nicht Kapitalisierung, Scheiße, Kapitulation. Fuck. Es hätte so slick sein können. Egal. Taylor hat Cake Smash Videos gemacht. Das heißt, sie war im Bikini in einem winzigen Planschbecken und hat dabei Kuchen auf ihrem Körper zerrieben. Ja, das ist ja gar nicht sexuell irgendwie. Das ist Premium-Content. Also, wer will das sehen, mal ganz ehrlich. Es kommt noch dazu, ich will jetzt nicht shame, ich gehe mal davon aus, dass sie ihr Gesicht bearbeitet hat, weil ihre Lippen sahen sehr aufgespritzt aus. Und das ist für mich so abstoßend, Alter. Das ist wirklich, oh, das ist, ich möchte ja jetzt hier nicht jemanden beleidigen, der sich die Lippen aufspritzt. Aber es sieht schon widerlich aus, in den meisten Fällen, die mir bekannt sind. Egal, also das kommt für mich. Und ist diese Frau jetzt gesperrt worden? Die ist gesperrt worden und ich weiß bis jetzt noch nicht so ganz, wieso. Denn so wie sie es gemacht hat, scheint es eigentlich innerhalb der Richtlinien gewesen zu sein. Also ja, aber Twitch trotzdem, sagt, es ist okay. Weißt du? Twitch sagt, es ist okay, wenn man im Bikini ist, muss man baden. Und sie hat gebadet, also theoretisch, keine Ahnung. Naja, aber ich dachte auch, dass die Intention wichtig ist bei so einem Livestream. Und wenn sie sich da irgendwie mit Sachen einreibt und ein Bikini trägt, dann soll das ja jetzt schon eher Menschen verführen und sie anmachen. Ja. Und das ist ja nicht Twitch-konform. Ja, also wenn die Sexualisierung im Vordergrund steht, nicht. Es gibt zum Beispiel ein anderes Loophole, sage ich mal. Da sitzt zum Beispiel einer mit ganz zart gerade so den Nippeln abgeklebt und malt sich halt ihre ultra großen Melonen an, ja. So, und das ist aber völlig im Rahmen, das darf sie, weil das halt Bodypainting ist. Und sie kann nichts dafür, dass sie so große Melonen hat. Das ist und ja auch dann die so präsent Form von die Kamera Kunst. Hält. Ja. Das ist ja auch eine Form von Kunst, wenn sie irgendwie Bodypainting machen würde, ja. Aber sich irgendwie in so einen Pool reinzusetzen oder eine Wanne mit irgendwelchen Kuchenstücken sich einzureiben. Das ist Aktionskunst, Tino, du Hater. Aber ging es ihr doch nur um die Kunst, könnte sie auch einen Badeanzug tragen, weißt du? Und nicht ganz so sexy in einem knappen Bikini da rumreiben. Ich finde das halt gar nicht sexy. Räkeln. Hier, ich schick dir mal ein Bild. Es ist wirklich... Oh, eieiei. Cake Smash. Und scheinbar, also hier schreibt noch jemand, dass sie vielleicht gebannt wurde wegen ihren Titeln. Sie hatte Subs Get Snap. Also wenn man Subs Strike, kriegt man ihren wahrscheinlich ab 18 Snap-Account-Zugang oder sowas. Keine Ahnung. Vielleicht ist sie auch deswegen gebannt worden. Aber nee, Cake Smash-Content, Alter. Ich will jetzt echt nicht ankommen mit diesem, die Kinder in Afrika hätten das noch essen können, weil wenn du mit diesem Argument anfängst, kannst du wirklich jede Hollywood-Produktion einstampfen, weil was da an Geld verballert wird, da kannst du 5000 Afrikas von ernähren. Aber, also keine Ahnung, es ist wirklich dumm. Man kann doch ja, aber auch das Bild, was du mir gerade geschickt hast, das ist doch eindeutig, weiß ich, es sieht aus wie so ein Porno-Thumbnail. Ein bisschen, ne? So, ihr Ziel war 100 Subs und Geld, weiß ich nicht. Cake Smash Stream, weiß ich nicht. Mehr Geld für Kuchen. Es war vielleicht auch eine Aktion, um auf Kuchenknappheit aufmerksam zu machen. Ja, das stimmt. Esst so mehr Kuchen, gute. Leute. Ja. Danke, dass du in die Bresche springst für uns, Taylor. Das hast du wirklich ganz, ganz toll gemacht. Wer auch gerne mehr Kuchen essen möchte, ist ein Mann, der sein Bitcoin-Passwort vergessen hat. Uff. Es gibt einen Typen, der hat wohl viele, viele Millionen, also Bitcoins im Wert von Millionen oder Milliarden sogar, habe ich gerade vergessen, mir aufzuschreiben, Bitcoins auf seinem Wallet und vergaß sein Passwort. Und das Dumme ist, wenn du alle Versuche aufgebraucht hast, zerstört sich das Wallet einfach. Ungünstig. Und er hat noch zwei Versuche. Okay, und jetzt hofft er, dass Leute das für ihn machen, oder was? Findet mal mein Passwort raus. Nee, er muss schon selbst das irgendwie rausfinden, weil er weiß es wohl. Ich verstehe noch nicht ganz, warum diese Geschichte jetzt schon öffentlich ist, wenn er noch zwei Versuche hat. Also ist das ist einfach nur so ein Typ, ja? Oder ja, ist es irgendwie... der ganz viel Bitcoins auf seinem Wallet hat. Okay. Ja, das ging ja einigen so, dass sie entweder irgendwie das verschenkt haben oder vergessen oder, weißt du,
Bitcoin-Millionär vergisst Passwort. Pechvogel, genau. Stefan Thomas im Interview. Genau, ein Deutscher sogar, ja. Noch 2 Versuche, um an 200 Millionen Euro zu kommen. Ja, gut. Viel Glück. Tja, das wären Millionen Kuchen. Das stimmt. Viele Millionen Kuchen. Da könnte er so fucking gut seinen Cake zersmashen auf seinem sexy Buddy, Alter. Hier steht aber nochmal zusätzlich kein Zugang zu Bitcoin-Safe. 115 Milliarden Euro auf Konten mit vergessenen Passwörtern. Das ist ja sehr viel, holy shit. Das ist schon sehr traurig. Bitcoin, Schmitcoin, sage ich immer, Tino. Du hast gesagt, heute wird's politisch. Was gibt's denn hier so viel Politisches? Ich habe mir außer Amerika nicht so viel aufgeschrieben. Vielleicht habe ich es nicht mitbekommen, vielleicht habe ich es auch einfach vergessen. Nee, nicht nur die USA, auch in Deutschland. Heute wurde der CDU-Vorsitz gewählt. Ja. Und es entschied sich. Ich bin aber auch noch nicht so lange wach. Ich bin okay, so. Erzähl. Die haben auch gerade erst gewählt vor einer halben Stunde. Und es war ja offen zwischen Merz, Laschet und so weiter und Röttgen. Und es gab riesige Medienaktionen gegen Merz, weil der ja du wirklich. Du hast so viel Merz gerade schon gesagt. Ich vermute, er ist es. Er ist es nicht geworden. Das ist tolle Nachricht. Merz ist so eine richtige Bonze und ein richtiger wirtschaftsliberaler Vollhonk, der noch vor 20 Jahren dafür stimmte, dass Männer während der Ehe ihre Frauen vergewaltigen dürfen und solche tollen, sympathischen Geschichten. Ja, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich finde das immer, ich muss das nur kurz erwähnen, ich finde das natürlich scheiße, aber ich finde das immer schwierig, wenn man ganz viele 20 Jahre alte Sachen rauskramt. Also, weißt du, in dem Fall gehe ich mit, ich finde den ja auch nicht super und so, aber in anderen Fällen, wie zum Beispiel bei mir, wenn man jetzt noch das Gamescom-Video oder so rauskramt, ich finde es einfach, das ist ein bisschen schwach so. Man kann in 20 Jahren, Alter, kann so viel passieren. Es kann wirklich, guck mal, der Papst lenkt jetzt auch ein und sagt hier, guck mal, Schwule sind cool und so, ja. Also, macht er nicht wirklich. Ja, du weißt, was ich meine. Also die Leute können sich schon verändern. Ich finde das einfach schwierig, so 20 Jahre alte Sachen rauszukramen. Naja, nicht ganz. Also wenn es darum geht, dass er dafür gestimmt hat, dass Männer während der Ehe ihre Frauen vergewaltigen dürfen... Das war auch vor 20 Jahren schon scheiße. Richtig, ich habe das ja auch schon gesagt, dass das scheiße ist und dass der auch heute nicht besser ist. Ich sage nur allgemein, das war gar nicht auf ihn jetzt bezogen. Man kann den auch aktuell kritisieren, ohne 20 Jahre alte Sachen rauszukramen, das meine ich. Finde ich nicht. Also ich finde, solange er sich davon nicht distanziert hat und es auch bereut, finde ich, muss man sowas schon hervorheben dürfen, gerade wenn es 20 Jahre sind. Du darfst das gerne machen, aber mein Argument war, dass ja jetzt genauso noch genug Scheiße ist, dass man jetzt diese Sachen, die aktuell sind, ansprechen kann. Aber du kannst auch gerne, komm, geh deine Frau vergewaltigen, Tino, ist okay. Jedenfalls hat er jetzt die Annegret Kramp-Karrenbauer abgelöst, als Vorsitzende. Und bisher war es fast immer so, dass die CDU-Chefs auch die Kanzlerkandidaten wurden und deswegen wollte man eben Merz unbedingt verhindern, weil Merz als Bundeskanzler haben sich jetzt nicht so viele Menschen gewünscht in Deutschland. Ja, so warte mal, wer ist es jetzt? Laschet, ja? Laschet. Also wenn du es gesagt hast, habe ich es nicht gehört, aber gut. Ja, Armin Laschet. Gut. Ist jetzt auch nicht so schön. Die Kanone, aber es gab jetzt eigentlich keinen Kandidaten, wo ich gesagt hätte, ja, der muss es werden. Ist halt Laschet geworden. Der ist ein bisschen langweilig, weiß nicht. Ja, also in der heutigen Zeit ist langweilig vielleicht gar nicht so schlimm. Also nach Trump zum Beispiel will man vielleicht auch mal wieder jemand langweiligen. Ja, vielleicht. Schön, der Armin. Gut, das ist also jetzt dein politisches Segment gewesen, ja? Es kommt noch viel mehr. Die Landtagswahlen wurden verschoben in Thüringen. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. So viel zum Thema Politikverdrossenheit. Ja. In Deutschland, ich raste aus. Ich bin Amerikaner. Also ja, weiß ich doch. Nee, es ist ja so, dass ja der Landtag ja nur vorübergehend gewählt worden ist durch diese ganze, Kemmerich-Geschichte. Das ist auch schon über ein Jahr her. Ja, ungefähr ein Jahr, nicht ganz. Echt? Ach stimmt, okay. Ich dachte irgendwie, das wäre Ende Dings gewesen, nicht Anfang. Ja, hast recht. Nee. Genau, und deswegen hat man sich darauf geeinigt, dass man den Landtag erstmal
dann wieder auflöst nach einem Jahr und Neuwahlen anstrebt. Aber was vielen gerade nicht gefällt, aufgrund der aktuellen Wahlergebnisse und auch wegen Corona, hat man jetzt offiziell gesagt, wir verschieben die Landtagswahl in Thüringen und zwar auf den Termin der Bundestagswahl. Also auch jetzt Ende diesen Jahres. Ja. Okay, schön. Also wird aus dem Landtag erstmal so eine Landjahr. Naja, also ja, es ergibt keinen Sinn. Ich nehme es zurück, Leute, ich nehme es zurück. Ich dachte, ich krieg das hin, aber Landtag ist ja schon kurz. Es macht ja keinen Sinn, wenn der Landtag... Nee. Ist egal. Ich habe mich hier in was verfahren. Ein Landtägchen. Ein Landtägchen. Ja. Oder so. Viele, viele lange Tägchen, Tino, soll der sogenannte Hashtag Mega-Lockdown gehen, der jetzt in aller Munde ist. Und das ist wieder für mich das Beste, wirklich der beste Beweis für das Narrativ ist viel wichtiger als die Fakten. Weil wenn man das jetzt gleich wieder framed als Mega-Lockdown, wenn aber eigentlich das mal ein richtiger Lockdown wäre, der da angepeilt wird, dann steht das Narrativ über allem. Dann sagt man, oh was, jetzt wird's noch viel schlimmer, jetzt kommt der böse Mega-Lockdown. Dabei wäre es, wie gesagt, erstmal ein wirklicher Lockdown. Das davor war halt irgendwie, ja, wir machen halt ein paar Geschäfte zu, so. Ich weiß nicht, wie offiziell das jetzt schon vertreten wird. Es ist wohl nur in der Diskussion bisher. Wie gesagt, ich bin gerade erst aufgestanden und habe jetzt noch nichts Neues mehr angeguckt. Und gestern war auch die Monopoly-Weltmeisterschaft. Aber es ist ja das Ziel, irgendwie zu Zero Cases zu gehen. Zero Covid ist so dieses große Hashtag. Weißt du da mehr, Tino? Naja, also das ist doch ein alter Hut, dass man Sachen aufbläst. Es ist ja von Seiten Rechtspopulisten die Strategie, dass man Dinge so aufpumpt und aufbauscht, dass man behauptet, wir würden in einer Diktatur leben und in einem Kommunismus gleichzeitig, wo wir davon weit entfernt sind. Und so ist es auch mit dem Mega-Lockdown. Wir haben keinen Mega-Lockdown, es wird auch nicht so schnell einer kommen. Wir haben jetzt eher einen normalen Lockdown, der maximal kommen wird. Also Mega-Lockdown wäre ja wirklich, alle müssen zu Hause bleiben. Es gibt Ausgangssperren rund um die Uhr. Nichts hat mehr auf. Das wäre vielleicht ein Mega-Lockdown, aber nicht, was wir jetzt haben. Zum Beispiel, ich habe mich da endlich mal reingelesen. Ich fand das immer spannend, aber hatte da nie Bock drauf. Und dann hatte ich den Film dazu gesehen. Jetzt habe ich mich reingelesen in Boston, das Bombenattentat. Falls dir das was sagt. Ist auch schon ein paar Jahre her. Da war es zum Beispiel so, dass Boston, als da einer aktiv auf der Flucht war, komplett geshutdownt hat. Also da durfte wirklich keiner vor die Tür. Und bei so einer Sache haben alle gesagt, ja, völlig verständlich, da ist gerade ein Bombenattentäter in der Stadt unterwegs, wir bleiben jetzt schön zu Hause. Natürlich war das dann irgendwie nur zwei Tage. Ja. Was? Nur für ein paar Tage halt, ne? Ja, genau, das waren nur zwei, drei Tage, aber stell dir vor, wir würden jetzt wirklich zwei Wochen lang komplett, also irgendwie vorher alle nochmal Großeinkauf, so, und dann zwei Wochen komplett alles still, so, alles wirklich runtergefahren. Es kann schon sein, dass das so einen krassen Knick macht dann, dass es sehr, sehr hilft. Auch wenn natürlich die zwei Wochen für die Leute hart sind, bla bla bla, heul nicht rum. Und ja. Ja, aber lieber zwei Wochen richtig ein harter Lockdown und nichts geht mehr, als das so Lockdown-Light-mäßig aufzuziehen und dann noch ein Jahr Probleme zu haben. Ja. Es gab ja auch noch, das habe ich mitbekommen, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen her, oder? Ich habe das Video gesehen, aber ich glaube, das war nicht diese Woche, dass Merkel von so einem AfD-Fritzen nochmal gefragt wurde. Der wollte einfach aus ihr rausbekommen, wie das ist mit Impfpflicht oder müssen alle impfen oder, ne? War das diese Woche? Ich habe das Video halt diese Woche gesehen. Das ist viel länger her. Okay, gut. Einfach nur da hat sie ja auch nochmal betont, dass das alles viel länger dauert, wenn ganz viele Leute sich weigern, sich zu impfen. Ja. So, und muss man halt schauen, ne? Das war ja allgemein eine sehr dumme Frage von dem AfD-Typen. Da ging es auch darum, irgendwie, ja, dass die Impfung unser Erbgut verändert und so weiter. Da hat Merkel nochmal gesagt, nee, das ist nicht ganz richtig. Ich korrigiere sie mal, das ist nicht wahr. Das kann nicht passieren, weil es ja kein Impfstoff ist, der irgendwie die Gene angreift. Das ist halt auch, das ist genau das. Das ist auch wieder das Narrativ, Alter. Genmanipulation. Ja. Erklär den Leuten mal, wie Insulin hergestellt wird. Das ist halt wirklich ein bisschen Quatsch, ey. Ja, ja. Das stimmt. Naja. Okay.
Tino, so viel Politik, Mann. Wollen wir noch irgendwie hier so ein bisschen dumme Sachen besprechen? Wie zum Beispiel den absoluten Karen-Endboss? Wer ist denn der Karen-Endboss? Das ist so das viralste Video, was ich diese Woche gesehen habe. Das war, gestern kam das erst. Eine Karen kennst du ja, ne? Ich warte noch drauf, bis Karen politisch unkorrekt ist. Noch darf man es ja sagen, aber bald heißt es wahrscheinlich, nee, das ist wie das N-Wort. Das darfst du nicht sagen, die armen Frauen mittleren Alters. Aber es gibt genauso auch männliche Karens. Ja. Das ist so, ich möchte den Manager sprechen, Mentalität. Mhm. Und, das war eine Maskenverweigerin in Amerika, die hat sich, also die hat selbst gefilmt in einem Restaurant und hat gesagt, ey, hier, das ist mein Recht, ich kann hier mit ohne Maske, auch gut, ohne Maske rumlaufen, ich bin cool, lass mich in Ruhe, geh kacken. Und dann wurde die Polizei gerufen und dann ist sie richtig durchgedreht. Sie hat sie erst gesagt, ey, sie kidnappen mich hier gerade, weil sie aus dem Laden hätte raustransportiert werden sollen. Sie kidnappen mich, dann kommt noch ein zweiter, dann ziehen sie zusammen raus und dann geht's los. Also sie hat wirklich so einen richtig geilen Creech, Alter. Es ist so gut. Und dann sagt sie, sie kidnappen mich, I'm not under arrest. Und dann erzählt sie, dass sie da drin sich frei bewegen darf in diesem Laden, weil das Public Property ist und die das nur mieten. Das heißt, mit ihrer Erklärung dürfte man quasi in jede Wohnung gehen, die gemietet ist, weil es ist ja irgendwie Public Property. Also ich gehe jetzt hier drüben bei den Stadtwerke. Ja. Wie heißt denn das, Mann? Die diese ganzen Blöcke da haben in Weimar West. Da kannst du überall reingehen, weil das ist ja nur gemietet von den Leuten. Und ja, es könnte ja nur vorübergehend. Ja, und dann dieser Schrei, Alter, dieser Schrei ist so gut. Und dann sagt sie noch, in the name of Jesus. Und da war mir klar, die muss eine Anhängerin von Kenneth, wie heißt er? Dieser Preacher da. Ja, ich weiß, wen du meinst. I blow on you, COVID, in the name of Jesus. I demand. Kenneth Copeland, das ist sein Name. Kenneth Copeland. Ach, genau. Ja, also das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Video diese Woche. So. Also hat sie sich selbst gefilmt, ja, und selbst zum Star gemacht. Naja, es gibt insgesamt irgendwie 3 Blickwinkel und verschiedene Stellen und so, wo das angefangen wurde zu filmen, aber sie hat damit angefangen, selbst zu filmen. Jetzt habe ich wieder Schluck auf. Tino, du bist dran. Na toll. Wir haben wieder einen Tod zu beklagen. Ich bin doch wieder der Nekrologe des Podcasts. Ja, diese Mörderin, ne? Ja, die auch. Die wurde hingerichtet von den USA. Aber ja. ich meine Siegfried von Siegfried und Roy. Oh, ist das der Tiger? Nee, das ist der Na dann ist mir Blonde. Egal. Der Tiger ist schon lange tot. Oh, großes F in den Chat. Und Roy auch. Also Siegfried und Roy, das waren ja 2 Magier. Anfangs wohl ein Ehepaar und so. Und haben die ganze Welt verzaubert und Las Vegas. Und dann gab es diesen Angriff auf die Roy von durch den weißen Tiger. Und Las Vegas. Das zählt nicht zur Welt dazu. Und dann ist Roy angegriffen worden von dem weißen Tiger. Und dann haben sie aufgehört zu zaubern. Dann ist Roy gestorben und jetzt ist Siegfried gestorben. Voll sad. Moment, wer war jetzt Roy? Roy war der Dunkelhaarige, der dem Tiger angegriffen worden ist. Kann das sein, dass der der Tiger ist gar keiner von den beiden oder was? Nein. Alter, was? Mein Leben war eine Lüge. Siegfried und Roy sind 2 Menschen und keine Tiger. Hä, wie hieß denn der Tiger dann? Hatte der keinen Namen? Was weiß ich, wie der Tiger hieß. Ich dachte, der Tiger ist einer davon, Alter. Ach Gott. Und wer wurde da jetzt von dem Tiger angegriffen? Ja, Roy damals, bei einem Live-Auftritt. Also hat er das Spiel mit dem Tiger quasi bereut? Ja, tatsächlich. Oh Gott, mein Leben war eine Lüge. Ach Gott, Robin. Eieiei. Ja, okay, ich gucke mir das jetzt mal kurz an, wie die aussehen.
Siegfried und Roy. Ja, gut. Ich kenne nur Simon und Garfunkel. Ach du ja, Scheiße, was ist das? Das sieht ja aus wie Modern Talking. Ja, das stimmt. Was ist denn hier ein bisschen los, besser. Alter? Ein bisschen besser als Bohlen und hey, anders. Willst du mich aber verarschen? Ähnlich. Der eine, das ist doch Florian Silbereisen. Das war Siegfried. Hä? Der sieht doch übelst aus wie der Silbereisen. Ja, das stimmt. Er sah aus. Ja, okay, RIP. Gut, ihr beiden Magier. Und der Tiger noch dazu. Vor allem hier posen die mit dem Löwe, sind die dumm? Okay. Die reicht. Hatten ja auch Hauslöwen zu Hause. Diese weißen Löwen haben mit denen gewohnt und so. Und es gab nie Probleme, bis auf diesen einen Auftritt, wo angeblich Roy einen Schlaganfall bekommen hat und der Löwe das irgendwie gerochen hat und deswegen Roy irgendwie von der Bühne ziehen wollte. Und dabei hat der Roy wohl das Genick gebrochen oder so, keine Ahnung. Räudig. Sehr räudig. Gott, oh Gott, Alter, Dino. Ich bin gerade so geflasht. Tja. You're okay. Welcome. Tino, hast du noch ganz viel oder wollen wir ein bisschen über Amerika reden? Ich habe noch ein fettes Thema, Robin. Okay. Ein sehr fettes Thema für mich. Elke. Nee, nicht so fett wie Elke, nicht ganz. Aber ich hasse, dass Farin Urlaub diesen Song bereut. Bereut er diesen Song, ja? Ja, ich weiß nicht, ob das bereuen nicht das perfekte Wort ist, aber anhand der vergangenen Themen schon. Der hat gesagt, den würde er heute so nicht mehr machen, weil heute würde man sagen, es ist Fettshaming. Ach so, ja gut, das machen ja einige Künstler auch. Sido wird nicht mehr den Arschfick-Song schreiben. Ach, das ist Arschshaming oder was? Wahrscheinlich. Nee, infantil Sido, Sido ist jetzt einfach PC, Alter. Der wollte einfach nur den großen Erfolg und den kriegst du halt nicht mit so Nischenhumor. Aber whack nee. Shit, Alter. Dann mach halt deine Scheiß-Streams mit Knossi, du Opfer. Wer auch ein Opfer ist, ist Nico Semsrott. Ah, stimmt, Alter, das habe ich ganz vergessen. Ja. Ich weiß nicht, wie so es euch da draußen geht, aber für mich war das halt ein riesiges Thema, dass Nico Semsrott aus der Partei ausgetreten ist. Ich bin ja selber so ein bisschen gefangen in dieser Partei-Bubble. Und ich wurde jeden Tag von Menschen gefragt, mehrfach, wurde sogar angerufen von Leuten, was ich denke über Semsrott und Sonneborn und so weiter. Kurzfassung ist, dass Sonneborn ein T-Shirt gepostet hat zum Zeitpunkt der US-Wahlen. Mit einem rassistischen Spruch angeblich, also hat in diesem Chinesen-Slang, die ja angeblich R und L vertauschen, wenn sie Akzent sprechen, hat er einen Spruch auf ein T-Shirt gedruckt und das wurde ihm als Rassismus ausgelegt, was aber eigentlich den Handelskrieg zwischen USA und China persiflieren sollte, die Überheblichkeit der USA darin. Und das fand Nico nicht okay und hat wohl Martin angeschrieben oder angerufen sogar und gefordert, er soll sich entschuldigen dafür, was Martin jetzt nicht so eingesehen hat. Und daraufhin ist Nico Semsrott ausgetreten. Wir dürfen nicht vergessen, dass Nico die Nummer 2 aktuell oder bisher war in der Partei. Er ist nämlich auch Mitglied des Europäischen Parlaments und dreht da irgendwelche Filme irgendwie und versucht da Transparenz reinzubringen. Und ist halt ein großer Name gewesen und sein Ausstieg hat halt riesige Medienwellen geschlagen und eine Debatte losgetreten, was man noch sagen darf und welche Witze man machen darf und welche nicht. Ja, also ich habe da zwei Meinungen zu. Auf der einen Seite sage ich, dass dieser satirische Aspekt auf jeden Fall nicht aufgewertet wurde, dadurch, dass man das also mit dieser komischen stereotypischen asiatischen Schrift quasi gemacht hat, so. Ja. Mit diesen Sprachfehlern. Und es hat das auch nicht gebraucht, um das zu verstehen, um was es ging. Vielmehr hat es davon abgelenkt. Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch nach wie vor, dass ich das persönlich nicht so schlimm finde. Ich bin jetzt natürlich kein Asiate. Aber ja. Ich weiß nicht. Also das Ding ist so ein bisschen, ich habe ja auch mal angefangen, ja, mit Japanisch lernen. Warst du mal in Japan? Bisschen auf Eis. Ich war auch mal in Japan. Und es ist ja auch so, dass die, also dieser eine Text, den ich auch in die Oase gepostet habe, da hat ein Artikel geschrieben, dass das T-Shirt suggeriert, Chinesen könnten kein R aussprechen oder so. Ich weiß gar nicht, ob es das ist, dass sie das nicht könnten, sondern
Nicht wollen. Nicht wollen. Nee, also ich gut, mit China kenne ich mich ehrlich gesagt nicht perfekt aus, aber bei Japanisch ist es ja so, dass sie, also es ist so eine Zwischung aus R und L, was da gesprochen wird. Und es ist ja jetzt nicht so, dass sie das nicht können, sondern dass das einfach in ihrer Sprache so ist. Dass dieser Sound sich so anhört. So, und deswegen finde ich das halt schwierig, wenn man dann das gleich auslegt als, guck mal, die können nicht richtig sprechen oder so. Dahingestellt natürlich, dass ich es trotzdem nicht elegant und völlig unnötig finde, ne? Das so zu machen. Man hätte das T-Shirt auch ganz normal in perfekten Deutsch schreiben können. Und es hätte den gleichen Sinn gehabt, sag ich mal. Ja, ähnlich. Also ich weiß ja, so wie Sonneborn tickt, also ich verfolge seine Karriere schon seit längerem und er ist ja immer auf Krawall gebürstet und will ja immer Grenzen ausloten. Und er will ja auch immer irgendwie provozieren. Und ja, ich finde den Witz auch schwierig. Ich fand es nicht mega witzig und auch nicht unbedingt notwendig. Ich glaube, das große Problem war ja auch eher, dass er sich nicht entschuldigt hat, beziehungsweise nicht irgendwie eingesehen hat, dass es nicht so geil ist, oder? Und nicht das eigentliche Ding. Nicht das eigentliche Shirt, sondern eher, dass er halt so uneinsichtig war. Aber er sagte ja auch, dass es nicht sein Job ist, Satire zu bewerten oder Witze zu bewerten. Sein Job ist es, Witze zu machen, Satire zu machen und dann stehen zu lassen und dann die Debatte anstoßen, die es halt anstoßen soll. Deswegen verstehe ich ihn, wenn er sagt, er muss sich dazu nicht äußern. Aber die andere Seite ist, wenn er Menschen verletzt hat, dann sollte er schon zumindest reflektieren öffentlich, dass er es versteht, wenn Menschen sich angegriffen fühlen. Ja, das kann das er aber nicht sagen, dass er es versteht. Aber ganz ehrlich, es ist immer von irgendjemand, also irgendjemand ist immer angegriffen, egal um was es geht. Und man muss es halt wirklich einordnen. Also das Ding ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine Karikatur von Trump machen würde und sagen würde, also Sprechblase irgendwie und dann da rein, wie Trump sagt, naja, wenigstens habe ich den N-Wort, ich mache es jetzt ganz politisch korrekt, wenigstens habe ich den N-Wort aus dem Weißen Haus vertrieben, irgend sowas, weißt du? Ja. Dann ist halt klar, dass nicht der Autor dieses Comics diese Meinung vertritt, sondern er legt Trump diese Wörter in den Mund. So. Und dann ist das für mich völlig klar, dass das völlig okay ist, das N-Wort in diesem Kontext zu verwenden, weil man quasi den Rassismus von Trump damit ankreidet. Ich weiß nicht, inwiefern diese Sichtweise bei dem T-Shirt wirklich greift, weil man sagt irgendwie, ja, irgendwie die Amerikaner denken, dass alle Chinesen so reden oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ja, aber er hat doch mit diesem Spruch und diesem Motiv diese Überheblichkeit aufgegriffen und gibt sich ja als Träger des T-Shirts selbst in die Rolle des Überheblichen. Und deswegen verstehe ich seinen Ansatz, dieses T-Shirt zu posten, auch wie er es trägt, weil er ja auch eine Rolle spielt im Parlament und als die Parteivorsitzender. Ja. Aber das nächste Ding war ja dann, dass Semsrott ausgetreten ist und er sein Mandat behält im Parlament, was auch jetzt parteiintern vielen aufgestoßen ist. Eh schon die Sache, dass er damals sich den Grünen angeschlossen hat, also der Grünen-Fraktion, damit die Grünen mehr Redezeit haben und die Rechten weniger, was ich cool finde. Aber viele Parteiwähler haben das auch abgestraft und gesagt, sie werden die Partei nicht mehr wählen, wenn die Parteileute sich irgendwelchen Fraktionen anschließen, die sie gar nicht wählen wollten. Und jetzt heißt es halt, naja, eigentlich hätte der Semsrott auch konsequent sein können, nicht nur aus der Partei austreten, aus seinem Parlament, seinen Sitz abgeben, sein Mandat abgeben, damit ein echter Parteiler oder eine Parteilerin nachrücken kann. Weil Nummer 3 wäre ja Lisa Bombe und die würde dann für ihn im Parlament sitzen. Ja. Und den Aspekt habe ich noch gar nicht bedacht, aber ja, stimmt schon, ja. Und er hat ja auch gesagt irgendwie, dass er gegen Rassismus kämpft, gegen Sexismus und dass alte weiße Männer ja schon genug zu sagen haben. Aber er räumt seinen Posten ja auch nicht für eine Frau, weißt du? Der hat Macht geleckt, Tino. Er hat Macht geleckt. Ja, quasi. Ich verstehe es schon so wirtschaftlich für ihn, dass er ja auch jetzt Geld verdient mit dem Parlament und dass er ja auch diese Videos dreht. Aber ich finde, dass dann diesen Schritt aus der Partei auszutreten, aber das Mandat zu behalten, dann doch sehr inkonsequent, finde ich. Ich finde jetzt Nico nicht schlimm. Ich finde ihn lustig und er macht gute Sachen. Aber er hat sich im Parteiwahlkampf und parteiintern jetzt nicht vorbildlich verhalten. Was wir ja auch schon mit so Mundschuh erleben durften, leider.
Weswegen ich ab sofort dafür plädiere, dass wir keine Promis mehr aufstellen in der Partei, sondern wirklich Parteikämpfer irgendwie groß machen und die dann in die Parlamente schicken. Aber Tino, wann ist das denn jemals schiefgegangen, einen Prominenten in eine Machtposition zu wählen? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, eben. Also, was hast denn du jetzt? Keine Promis mehr. Also, mit Schwarzenegger ist es halbwegs gut gegangen. Ich sag's, wie es ist. Halbwegs. Der sich auch von Trump abwendet, also noch nie ein Fan von Trump war, aber jetzt auch konkret postet und öffentlich aussagt, dass Trump der schlechteste Präsident der Welt war und so auch in die Geschichte eingehen wird. Ja, Schwarzenegger, ne? Der hat ein richtig gutes Video gemacht. Also so, der hat ein richtiges Statement rausgehauen. Ansage an Trump, würde man auf YouTube sagen. Ja, ja. Wenn wir jetzt eh schon bei dem Kollegen sind, da haken wir da doch nochmal kurz ein. Er wurde jetzt das zweite Mal impeached. Es ist wirklich historischer Präzedenzfall. Es gab noch nie einen Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten, der zweimal impeached wurde. Außerdem, er hat Geschichte geschrieben. Er hat Geschichte geschrieben. Er hat es geschafft. Er wurde impeached zweimal. Er hat den Popular Vote verloren zweimal. Also wirklich eine großartige Leistung. Und das Impeachment ist ja diesmal sehr, sehr schnell gewesen. Aber das heißt nichts. Das bedeutet nur, dass sie den Weg gewählt haben, dass das der Trial, wie sagt man, der Prozess wird im Senat abgehalten. Und letztes Mal war es im Repräsentantenhaus. Das heißt, er wurde jetzt impeached, aber diese Senat-Enthebung, die steht noch aus. Wenn das eine einfache Mehrheit bekommt, dann kann er auch nie wieder antreten. Also wird er erst nach seinem Amt des Amtes enthoben, wenn man es technisch sieht. Ist richtig. Aber es geht ja natürlich auch um die Strahlwirkung und nicht irgendwie dem Präsidenten alles durchgehen lassen und so. Also fand das Argument ganz witzig. Stell dir vor, du hast jemanden bei dir wohnen, der irgendwie bei dir in der Wohnung jemand umgebracht hat, aber in 2 Wochen zieht er eh aus. Lässt du den 2 Wochen da noch wohnen oder schickst du den sofort auf die Straße? Es gab ja auch schon die ersten Bilder, wie die Leute aus dem Weißen Haus ausziehen und auch Sachen plündern. Also dass die ganzen Angestellten, die nehmen sich da irgendwelche Sachen mit, die sie gar nicht mitnehmen dürfen. Zum Beispiel gab es ein Bild, wie, ich weiß nicht, wie der heißt, aber ein Angestellter hat eine Büste von Abraham Lincoln mitgenommen als Andenken. Ja, ist doch geil. Das gab es ja auch noch nicht. Da sehe ich mich, ehrlich gesagt. Aber natürlich nicht wirklich. das Ding wird auf jeden Fall noch brandheiß. Ich freue mich richtig auf die Trials. Denn Nancy Pelosi hat geweint oder zumindest wässrige Augen gehabt. Aufgrund der Rede, die sie gehalten hat, dass viele Leute innerhalb des Hauses eventuell mit Schuld sind. Das wird wirklich noch ein richtig fetter eine richtig fette Crime-Story, denn ein paar Tage vorher sind wohl Leute Probe gelaufen, haben so Touren gegeben durch das Kapitol. Also das heißt, innerhalb der Repräsentanten gibt es Leute, die wirklich aktiv zusammengearbeitet haben mit den Leuten. Seitens des FBI wurde auch jetzt bestätigt, dass das Ziel der Proud Boys, die da vor Ort waren, war, Nancy Pelosi und Vizepräsident Mike Pence umzubringen bei diesem ganzen Ding. Ey, wie abgefahren wäre das gewesen, ey. Auf jeden. Also, deswegen, das habe ich auch das letzte Mal dann gesagt, stellt euch einfach vor, die wären wirklich durchgedrungen zu den Senatoren und zu den Repräsentanten. Holy shit, Mann. Und das ist jetzt auch so eine große Shitshow geworden, dass der größte oder einer der allergrößten Verschwörungstheoretiker, Alex Jones, hast du bestimmt schon gehört. Nee. They turn the freaking frogs gay und sowas. Das sind so mies. Ja, klar, doch. Ja, stimmt. Der hat jetzt einen richtigen Rant gegen Q abgehalten. Ihr sagt immer, Trump spielt 4D-Schach und er ist der Heiland und er wird uns retten. Aber nichts. Nichts ist wahr geworden von dem, was ihr gesagt habt. Also wenn Alex Jones sich abwendet von Verschwörungstheorien, holy shit, was ist denn da los? Bei dem war ich mir nicht sicher, ob der wirklich so ein Verschwörungstheoretiker ist oder ob der nur eine Figur spielt. Ja, beides. Das ist halt witzig. Das Ding ist, der war vor Gericht und hat argumentiert, meinen Zuschauern muss klar sein, dass ich nur eine Persona spiele und deswegen kann ich für das, was ich sage, nicht verantwortlich gemacht werden. Smart. Und Fox News hatte auch schon ähnliches Gerichtsverfahren. Die haben vor Gericht schon gesagt, den Zuschauern muss klar sein, dass wir keine News-Sendung sind, sondern Entertainment. Und deswegen werden wir nicht haftbar gemacht für den Scheiß, den wir verbreiten. Es ist wirklich unfassbar. Ach nein, wirklich? Alter. Wirklich? Ja. Ach.
Es Fox ist News. Hart. Es sind keine News. Also Fox Entertainment heißt die jetzt. Fox News mit Doppel-O, S-E. Also so wie Henkersknoten. Ach Gott. So, und das letzte große Ding, was gerade in Amerika passiert ist, ist, dass der MyPillow-Guy, der irgendwie engster Vertrauter, also es ist wirklich, stell dir vor, wen gibt's denn hier irgendwie? Stell dir vor, bei, wie heißt denn das? 20% auf alles außer Tiernahrung. Was ist das für ein Dings? Praktika. Praktika? Weiß ich nicht. Stell dir vor, diese Stimme wäre einer der engsten Vertrauten von Angela Merkel. Ja? Einfach so eine Person, die man aus dem Fernsehen kennt. Oder den komischen Saturn-Mann, den es da irgendwie vor ein paar Jahren mal gab. Ja. So, der engste Vertrauter von Angela Merkel. Genau das ist der MyPillow-Guy. Der wurde fotografiert, wie er mit einem ausgedruckten Zettel ins Weiße Haus gegangen ist. Und da die Kameras heutzutage sehr gut sind, konnte man da sehr nah ranzoomen. Und da stand unter anderem drauf, dass er jetzt dem Präsidenten empfiehlt, das Militärrecht, das Kriegsrecht auszurufen, das Martial Law und viele andere Sachen. Also das ist wirklich, das ist, überleg dir das, wie der Saturnmann zu Merkel reingeht mit einem Zettel, wo drauf steht: Sperr mal alle Leute zu Hause ein oder ruf mal das Kriegsrecht aus und lass alle Maskenverweigerer erschießen oder sowas. So ist das. Das war doch aber auch schon vor Wochen Thema gewesen, oder? Nee, das ist jetzt, das ist gestern, ja, das Kriegsrecht, ja. Aber es geht ja um, dass dieser Scheißtyp, der nichts mit der Regierung zu tun hat, ins Weiße Haus reinläuft mit so einem Scheißzettel, Alter. Dass der Trump diese Hinweise gibt. Und zum Kriegsrecht übrigens auch noch, selbst wenn das ausgerufen wird, ändert das nichts daran, dass in der Constitution, in der Verfassung steht, dass am 20. quasi Amtsübergabe ist. Also selbst wenn, ich glaube trotzdem, dass eine kleine Sache noch passieren wird, vielleicht auch eine große. Es kann super spannend werden diese Woche, dass wirklich nochmal so eine Kapitol-Action passiert. Das kann auf jeden Fall passieren. Wir gucken mal, was kommt, aber ich hoffe mal nicht. Ich denke, nur eine kleine Sache wird noch kommen, wenn es irgendwie ist, Trump spricht noch ein paar Begnadigungen aus oder sowas. Das wird zumindest noch passieren, denke ich. Das darf er noch machen, ne? Bis jetzt zum 22. Zum 20. Super. Aber ja. Ja, 20. Meine Güte, das auf jeden Fall diese Woche. Ja, brandheiß. Und ich muss ja auch sagen, also ich als alter WWE-Fan, ich bin da ja auch so ein bisschen im Zwiespalt, weil die Ehefrau des WWE-Chefs, Vince McMahon, also Linda McMahon, die sitzt ja auch im Parlament für Trump, also im Kabinett von Trump. Und die wird wohl auch gerade ziemlich angemacht für ihre Taten und für ihre Unterstützung für Trump. Warum wird sie nicht für ihren Namen angemacht? Linda McMahon. Ja, ist doch witzig. Und ja, die WWE an sich, die repräsentiert immer so Antidiskriminierung und treten da mit Regenbogenfahnen auf und gegen Harassment, und die Superstars, die sind auch alle gegen Trump, aber das Unternehmen an sich ist sehr Trump-nah. Und da siehst du auch diese wie gespalten auch das Land ist und die Unternehmen sind teilweise. Und wüsste ich, dass diese ganzen Superstars da auch Trump-Anhänger wären, würde ich da auch das wahrscheinlich nicht mehr einschalten und mich umschauen nach einer anderen Liga. Aber da ja die Superstars doch dagegen ankämpfen und sogar Superstars, die pro Trump sind, noch dumm gemacht werden von den anderen Superstars, so lange bin ich noch WWE-Fan. Okay. Das ist doch schön. Das war mein kurzer WWE-Beitrag für meinen lieben Freund Stachy. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es schon fast Tradition, dass du in fast jedem Podcast hier nur so ganz kurz Wrestling erwähnst. Und Joe Gerner. Ja gut, den habe ich länger nicht gehört, aber okay. Dann Joe Gerner noch. ja gut, was geht man denn in der Woche? Alter, eine letzte Sache will ich wenigstens noch erwähnen. Gestern auf dem Alex in Berlin war so ein Anti-Masker-Rave. Hast du es mitbekommen? So ein richtiges Anti-Masken-Festival war da. Kann ich dir auch mal schicken. Scheiße, auf jeden Fall. Da lief dann auch wieder ein bisschen SARS muss sein und solche Scheiße. Ein bisschen SARS muss sein, ja, witzig. Stell dir wirklich vor, mein Opa ist übrigens jetzt wieder zu Hause, dem geht's nicht gut, aber der ist wenigstens von der Sauerstoff, ist schon Inhalation weg. Aber stell dir vor, du als so ein Mensch, der da am Schlauch hängt, ja, bist du
irgendwie gerade im Krankenhaus und siehst, wie die da alle Ringelpiez mit anfassen tanzen. Das ist so schäbig, Alter. Ja, meiner Familie geht's ja auch so, die lagen ja auch, also fast alle lagen ja mit Corona jetzt über die Feiertage im Bett und einer Person ging's auch gar nicht gut und sie hat sich auch furchtbar aufgeregt darüber, dass diese ganzen Corona, also Anti-Corona-Spinner da demonstrieren und behaupten, es würde diese Krankheit gar nicht geben. Und sie lag halt irgendwie halb tot im Bett, konnte nicht atmen und nichts schmecken. Und dann denkst du dir auch, naja, es muss einen vielleicht erstmal, weiß ich nicht, die auf die Straße gehen, hat es vielleicht noch nicht getroffen bisher oder kennt keinen, der das hatte. Ja. Naja, wir sind hängen geblieben bei der Zahl. Jetzt ja, die Zahl, wir geben der Woche... 9 war letztes Mal, wir geben diesmal auf jeden Fall weniger. Aber es ist schon einiges passiert. Also ich wäre gerade so bei einer 7. 7,5 bin ich fast, 7, weil für 5? Mich hat diese Partei, ja, für stimmt, mich ja, hat die Parteisache sehr aufgewühlt. Ich habe die Parteisache nicht so präsent, aber gehe ich mit? Stimmt. Hm. 8 nicht ganz. Weil Impeachment ist halt krass, aber das zieht beim zweiten Mal nicht mehr so wie beim ersten Mal. Und ich glaube, dass nächste Woche sehr viel passieren könnte. Von daher müssen wir Luft nach oben lassen. Wir haben noch die Minimeldungen, dass Bayern jetzt FFP2-Masken eingeführt hat, was ich sehr spannend finde. Und ein Rabbi in Söder. Ah, okay. Und ein Rabbi in Jerusalem hat behauptet, dass die Corona-Impfung schwul macht. Mhm. Also Warnung geht raus an alle, die sich impfen lassen wollen in Jerusalem. Die dürfen auch keinen Alkohol trinken, oder? Ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Weil dann könnte ich ihm an dieser Stelle Rabbi Bubble empfehlen. Oh, smart. Falls Marlene zuhört, die hat sich jetzt aus dem Fenster geschmissen. So, liebe Leute. Mit Recht. Die Musik ist so laut. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ich hoffe, wir kommen ohne Tote durch diese Woche in Amerika und auch auf dem Rest der Welt. Wird schwierig mit Corona am Flicken. Ich drücke euch die Daumen, bleibt gesund. Tino, was geht bei dir? Bei mir geht heute Fotoshooting, habe ich heute. Mhm. Ist das Corona-konform? Ja, wir sind zu zweit und halten hoffentlich Abstand. Geil. Okay. Dann, liebe Leute, auf Wiedersehen. Die Fotos gibt's dann nächste Woche. Genau, die halte ich ins Mikrofon. Geil. Die Bilder. Tschüss.